Yoho, meine Lieben, und willkommen hier zu Let's Play Fallout New Vegas. Wieso habe ich die Farben gewechselt? Einfach nur, um euch zu nerven. Ja. Uhuhu, geile Ranger-Ausrüstung. Ja, meine Lieben, wir machen hier gerade mal weiter. Fliegergruß. Mir die Sonne. Willkommenlage westlich von Novak. Cool aktivierten Nachschauen. One of my baby. One for my baby. Ich hab das ganze Zeit falsch gesagt, ey. Da sind sie lang. Echt, ey. Mein lieber Ed E. Das ist doch. Lokale Karte, Weltkarte. Muss ich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir müssten am besten. Warte, was haben wir alles in Taschen? 800 von 800. Ja, ach Mensch. Ach, es geht viel zu schnell. Nein, nicht Rapcom, sondern Novak. Ach so, klar, ich bin noch drin. Ich muss rausgehen. Ja, meine Lieben. Ja, ich bin gerade, falls ihr das Let's Change Part nicht guckt, ich bin gerade dabei, die Rechte für Fallout New Vegas zu kriegen. Ach du Scheiße, 12 Frames, ey, what the fuck hast du geraucht? Ja, ich bin gerade dabei, die Rechte für Fallout New Vegas zu kriegen, damit wir erstens die Hintergrundmusik wieder laufen haben können, und gesagt, das Radio. Und zweitens, damit ich die Fallout New Vegas Let's Plays monetarisieren kann. Ja, ich bin ein böser YouTuber. Nein, bin ich nicht. Ich versuche damit ganz einfach ein bisschen Geld zusammenzukriegen, um mir zum Beispiel Sachen kaufen zu können, wie Capture Cards und Mikrofone und so ein Zeug halt. Wisst, was ich meine? Und vielleicht dann auch ein paar Giveaways zu machen und so. Also versuche ich euch das alles wieder zurückzugeben, was ihr mir da so gegeben habt. Das kann weg. Eine 9mm Pistole kann weg. Ich mache mehr Schaden, ich schätze mal die hier unten. Yep, also kommt die da weg. Arzttasche. Energiezellen. Gegengift. Das lassen wir mal drin. Das wiegt nichts. Unser Granatwerfer. Haben noch zwei Schuss für, drei Schuss für. Das ist schön. Hydra. Mengen an Hülsen. Die Impulsgranaten. Die lassen wir gerade mal hier. Ja, das. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir hier lassen können. Plasma-Gewehr, Plasma-Pistole, lassen wir mal drin. Red Away. Ein paar Splitterminen können wir hier lassen. Und das Vorkriegsbuch natürlich auch. So, dann hätten wir alles. Ich sag mal, wir hauen uns aufs Ohr. Wie viel Uhr ist es? 12. Schlafen wir gerade mal 6 Stunden. So. Ja, mein Lieben. Also versuche ich euch das alles so ein bisschen zurückzugeben. Die ganzen Views und so, die ich da kriege. In Form von einer besseren Qualität. In Form von Giveaways und sonstige Sachen. Einfach nur, um euch ein bisschen glücklicher zu machen, um hier ein bisschen die Qualität des Let's Plays hochzubringen. Ist auch eher wichtig, schätze ich mal. Also ja, so ein Zeug halt. Also habe ich ja schon eine E-Mail geschickt, vor einer Woche fast. Wenn ich bis Montag keine Antwort kriege, schreibe ich, sende ich die Mail nochmal. Wer weiß, die kriegen da so viele Mails, da können die nicht alles auf einmal gucken. Und davon abgesehen hat Bethesda gerade ganz schön viel zu tun.
Ich muss an sich noch ganz schön viele Rechte zusammenkriegen für Let's Plays und so, die geplant sind. Der Easy Pete war hier. Ein Ghoul. Meine Lieben, das ist ein Ghoul. Anders gesagt, wir haben hier ein leichtes Ghoul-Problem. Sag mir nicht, dass es hier auch noch Ghoul gibt. Denn das wäre scheiße. Ja. So, also. Ich versuche nicht allzu viel aufzunehmen, denn ich habe da schon was im Petto. Das sind Ghule. Das sind Ghule. Was ist da oben? Da oben war was. Da oben ist was. Nein, wieder so ein Viech. Keine Ahnung, wie wir jetzt hier weg sollen. Du Scheiße, es könnte knifflig werden, meine Lieben. Hinten haben wir schon wieder so einen Unsichtbarkeitsfuzzi. Der wurde von einem Ghoul umgebracht. Interessant, interessant. Ich sag mal, wir warten ein bisschen. Noch ein paar Stunden. Bis es abends wird. Vielleicht sind die Ghule dann ein bisschen weniger aktiv. Ich will da hinten an die Leiche drankommen von den Fuzzi. Das letzte Mal schon hatten die geile Sachen mit dabei. Ich sehe keine Ghule. Aber da rein kommen wir auch nicht. Im Radar unten wird mir ein Ghul angezeigt. Ich habe keine Ahnung wo. Die Leiche ist da nicht mehr oder sehen wir die einfach nicht. Versuchen uns da langsam anzuschleichen. Ach du Scheiße, es sind zwei Stück. Die sind bis jetzt immer noch ja. Der war da eben noch nicht. Wie ist der da hingekommen? The fuck? Hallo. Soll ich das checken oder? Wir trinken erstmal was. Ich glaube, wir hatten noch ein bisschen schmutziges Wasser. Nein, leider nicht.
Was hat er die ganze Zeit so Durst? Was ist das für ein Krüppel? Bei der RNK sind wir akzeptiert. Naja. Radiation. Geht. Schwach verdursten. Durst, Hunger, Müdigkeit. Ranger KO. Im waffenlosen Kampf verwenden sie RNK Ranger. Den Ranger KO, um gegen um Gegner schnell um kampfunfähig zu machen. Führen sie einen Spezialangriff durch, während sie sich rückwärts bewegen, um den Ranger KO einzusetzen. Was sollen wir einsetzen? Ein Spezialangriff durch. Spezial. Ich glaube, wir hatten hier noch irgendwo Daten, sonstige Kontroll, Terminal, Kennwort, Post Energy, ID-Karte. Das wird uns leider nicht helfen. Ich F5 immer. Subax check ich echt nicht ab und zu. Was macht dieser Ghoul da auf einmal? Der war da eben noch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wir müssen gucken, was die Schwäche von Ghule sind. Upsala, Waffen. Also haben wir mit ein 11 Schaden, 10 mm Pistole. Der hat nur einen Schaden gekriegt anscheinend. Wow, sehr viel Schaden macht das. Ein F9 sehe ich mal. Und jetzt wählen wir mal eine andere Waffe aus. Nämlich den Dienstreptierer-Dinger da. Dienstgewehr. Schaden auch 11. Was haben wir denn? Was könnte... Der Cowboy Reptira könnte vielleicht viel Schaden machen. Nee, nicht wirklich. Kopfschüsse bitte. Nee, nicht wirklich. Okay, dann F9 sehe ich mal. Gucken, ob Flammen ein bisschen stärker sind für die gegen die, eher gesagt. Fick dich! Nee, komm. Was hat der für eine Haut? Was ist seine Haut konstruiert? Ach, ich scheiß drauf. Ich gehe wieder zurück. Leck mich. Leck mich very, very much. Kannst mich mal. Muhahaha. Du bist eine dreckige Schlampe. Muhahaha. Du Scheiße, er kommt näher. Ich nehme alles zurück. Du bist doch ein lieber kleiner Guh. Wow, Scheiße! Los, in die Nüsse, in die Nüsse! Fick dich! Boah, ey, diese kleine Fotzenhure, ey, was das für ein Scheiß? Du fickter Spacken, ey! Jetzt hab ich genug. Hole ich hier Plasmagewehrzeug raus. Komm her, kleine Fotze, du.
Genau, besonders ich gerade 5 Schuss abgeschossen habe. Da zweifle ich keinen Moment dran. Fick dich! Befickter Ghoul, ey, was das für ein Fuck? Ich will. Ich scheiß drauf, der war eben da nicht. Wie wär's, wenn ich mich teleportiere, während du deine Oma im Arsch hast? Das kann ich arrangieren, Alter. Fuck you, ich lauf hier oben entlang. Hahaha. Jetzt kannst du mich mal, du kleiner Spackenhurensohn. Ja, geh mal einfach weg, du kleine Missgeburten. Spacken. Fick dich doch mal in den Arsch. Fick dich jetzt mal. Ich gehe hier mal hin. Hunde. Ja, klar. Der hat Steine in der Tasche. Macht das viel Schaden? 16. Nee, das lohnt sich nicht.